Sie schwitzt die ganze Zeit, gell? Ja, voll. Ja, krass, wie hier, wie es hier weggeschmolzen ist in einer Woche. Da war unten im Tal hast du noch 40 cm Schnee gehabt. Ja. Vor einer Woche. Das ist echt krass. Ich hoffe, dass es jetzt dann noch mal ein bisschen anzieht. Normal. Schön stinken auf der Einfahrt. Ich habe auch Sport hier. Ich meine, ich habe nicht mehr was anzuhören mit mir. Wo ist denn Snooze? Ah, ich habe gerade einen raus. Von dem weißen irgendwie. Da war es nur noch schlecht. Echt? Ja. Ich war gerade ein bisschen vorüber. War jemand der Elfbar? Na, gerade ein bisschen. Na, danke. Da baut man Schmalz an. Jawohl, erstmal eine Ziese. Auf den Schock. Der Weg zu lange gehört. Alter, ist ja wirklich nur 5 Sekunden ohne Helm gedauert, bis es mich so gerettet hat. Das ist einfach. Ja, warum? Weil es mir ein bisschen verkantet war. War nicht schlimm. Aber. Du musst dich an Michi Schumacher denken, Alter. Ich hab der einen auch gehabt. Hast du auch wieder recht, das wollte ich wieder absetzen. Das ist ein Schwurbel wie auf dem Winkelkopf, oder? Alter, also Stein oder so. Das ist halt ein Knack oder so, das ist halt dann auch so gefahren. Ich dachte, der ist am Baum gefahren. Nee, Stein und so. Er ist nur von der einen Piste rüber auf die andere gefahren, irgendwo an Stein oder so. Also, er ist vorne mit dem Helm auf dem Stein oder irgendwie sowas. Und wenn es einem wie ein Schuhmacher so schlecht geht, dass du jetzt halt nie wieder irgendwo gesehen hast. Ich sag mal so, wenn du mit 80, 90 Sachen oder so dann richtig Tempo drauf hast, irgendwie blöd hinfliegst und dann gegen Stein, das ist halt Feier. Ja, aber das muss schon sau blöd sein. Ja, also, klar. Ich bin auch schon mit 50 gegen einen Baum gefahren. So. Da ist auch nicht viel passiert. Der Helm ist normal schon, der rettet sich schon. So, aber, ja, ja, Alter, safe. Wir schauen den Holzmann Holzmeier an, der beim AFV gespielt hat, trotz weißen Sturms, der sich den Schädel gebrochen hat beim Check. Ja, ja, stimmt, ja. Holzmann. Aber Holzmann. Ich meine, der Johnson, dem haben sie Tele mit dem Schnittschuh aufgenommen. Das war halt auch saublöd, weißt du? In England war das, gell? Ja, da haben wir mal vorgespielt, das war richtig krank. Keine Ahnung, das passiert halt einmal von, was weiß ich, 500.000 oder so. Ja. Dass der andere so blöd ausrutscht oder wie auch immer das geht. Ja, voll. So, da gibt es bei anderen Sportarten viel mehr Tote, weißt du, wie ich meine? Im Ringen und so. Der ist dann auch vom Eis verreckt, oder? Ja, nee, der ist noch vom Eis runtergefahren, ist auf der Bank dann verblutet. Alter, der heißt halt, also, das dauert, weiß ich nicht, von ein paar Minuten oder was. Und dann. Von das war ja, das war ein richtiger Kicker. Ja, ich habe auch irgendwo gelesen, dass das ein bisschen. Der ist halt über dem anderen seinen Schläger rübergeflogen und dann mit dem einen Schnittschuh hinten hoch, weißt du? Und da hat er halt ihn erwischt. Das ist halt nur richtig schmal, das ist halt das auch. Das ist halt einfach. Da machst du nichts mehr. Scheiße, das kann ich eigentlich nur nicht retten. Da sitzt halt da die Familie und so auch im Stadion. Das Heimat gemeint, dass mit das Einzige, was den hätte retten können, wäre, wenn ihm einer in die Wunde gegriffen hätte und mit dem Finger die Arterie oder was das ist. Ja. Du musst auch erstmal einen. Ja, natürlich. Einer haben, der die Eier dafür ist, ein OP-Arter. Und zweitens, das auch dumm zu ziehen, da sind wir auf eine Decke Eis. Und dann musst du auch noch richtig treffen. Oder? Alter, ich glaube, das spürt man schon ein bisschen. Es gibt bestimmt Leute, die sowas irgendwie retten können oder so, aber ja, ich glaube, die Chancen stehen da vielleicht bei 10%. Das reicht nicht. Also der Kicker, der ist schon wirklich fucking Big Sam direkt. Okay, schauen wir, dass wir da rüberkommen, oder? Wo rüber? Nach dem großen Michel.
Oder wollt ihr nicht? Wo ist der große Biechel? Sehen wir von oben. Ah, okay. Alter, also das habe ich, sowas habe ich echt noch nie gesehen. Das da ist wie eine Frechheit. Da will ich mal einen sehen, der das Ding mit Vollschwung nimmt und sich nicht die Beine bewegt. Das ist schon relativ steil, oh. Vorher habe ich nämlich auch eine relativ große Chance gesehen. Aber ja, hier hinten, da müssen wir hin, zu dem da. Und habe dann davor abgeholt, weil es jetzt da ganz hinter ist. Ja. Okay. Ja gut, da müssen wir jetzt hinten lang fahren, oder? Ich glaube, ja. Dann müssen wir jetzt wieder einen weiter rüber. Ja, wie kommen wir da hin? Da sind wir jetzt die ganze Zeit gefahren, dann muss es nach rechts rum. Das hast du jetzt ja ein JBL mitnehmen können. Ah, ja, stimmt. Das ist aber gut getroffen. Die ist super, Alter. Zum Skifahren gibt es nichts Besseres. Was hat die? Gibt nichts Besseres. Die Nutze ist so nass. Ohne Timo ist schon irgendwie ein bisschen langweilig. Der sich irgendwie mal bei einer Abfahrt irgendwie alle Bänder in die Daumen reißt oder so. Daumen? Alter, er hat sich in seine beiden Daumen einfach so fast alle Bänder gerissen. Ja. Er ist halt so gefallen und dann hat sich die Daumen so hinter, aber halt beide.